Mein Name ist Alexander Reisner. Ich bin Geschäftsführer des Unternehmens Enpulsions, ein Spin-out der Fotec. Die Firma ist vor 1,5 Jahren gegründet worden. Mittlerweile haben wir 12 Mitarbeiter, die hier eine Produktion für Triebwerke aufbauen. Also die Technologie, um die es hier geht, ist ein Triebwerk für Satelliten. Das habe ich hier in der Hand. Das ist die Echtgröße dieses Triebwerks. Was hier passiert ist, dass hohe Spannungen erzeugt werden und ein flüssiger Treibstoff Indium, ein metallischer Treibstoff, einen Ionenstrahl erzeugt, der in diese Richtung hier sich ausbreitet und den Satelliten in die andere Richtung wegdrückt. Und diese Technologie ermöglicht, das so kompakt zu bauen. Wenn ich mir die Konkurrenztriebwerke anschaue, die es bereits am Markt gibt, dann sind die etwa 7 bis 10 Mal so groß als dieses Triebwerk. Und das ermöglicht den Kunden hier, wie mit Lego-Steinen hier, mit so kleinen Modulen, ihre Triebwerke zusammenzubauen. Also die Kraft, die hier ausgeübt wird von diesem Triebwerk, ist ungefähr so, wie wenn man auf einer Handfläche ein Blatt Papier hält und das Papier nach unten drückt. Aber weil man im Orbit, im Space, keinen Luftwiderstand hat und weil dort man kontinuierlich über eine lange Zeit diesen Schub ausüben kann, kann man den Satelliten tatsächlich von A nach B bewegen. Also das, was die Kunden wirklich begeistert und was mit diesem Produkt erstmals möglich ist, ist, wie ich vorhin beschrieben habe, mit so kleinen Bausteinen, also so wie Lego-Bausteinen, eine individuelle Lösung für einen Satelliten zusammenzustellen, ohne aber etwas neu zu entwickeln. Das heißt, die Kunden können ihre individuelle Lösung bestellen und haben auch einen Preis, der einem Katalogpreis entspricht. Und das ist komplett neu am Markt und das gibt uns momentan irrsinnig viel Zuspruch von überall auf der Welt.